Ja, paffen wir alle zusammen, würde ich sagen. Und weil deswegen immer noch ganz viele Menschen auch im Knast sitzen, ist der André Musa-Schmitz heute hier. Der ist Vorsitzender des Knastschadenkollektivs hier in Berlin und hat ein paar Worte zur Cannabis-Legalisierung zu sagen aus Sicht der Knastinsassen, die deswegen immer noch drin sitzen. Herzlich willkommen, André. Ja, salut und salam. Also wurde ja schon viel geredet hier. Also ich bin der Vorsitzende und Sprecher des Knastschadenkollektivs und wir haben 2022 ein Jahr, wo das Gerede weitergeht. Keine Fakten folgen. Wir möchten den Opfern der Drogenpolitik hier auch gedenken. Da die Zahlen erschreckend sind, über 1800, ein Anstieg von mehr als 15% im Vorjahr. Und was ändert sich? Nichts. Wir fordern daher eine kontrollierte Freigabe aller Genussmittel. Dazu eine privatisierte Legalisierung, denn die staatliche Abgabe würde den Schwarzmarkt doch nur in den Händen spielen. Da Privatisierung, denn damit würden Arbeitsplätze geschaffen, siehe Holland. Es wird seit der Wahl nur geredet. Und hier sagen wir jetzt alle laut, macht es legal. Gefängnisse sind überfüllt mit kranken Menschen, die bei einer kontrollierten Freigabe alle wegfallen würden. Wir vom Knastschadenkollektiv kämpfen seit 30 Jahren für die Opfer und den Familien. Fakt ist, in Bayern sitzen Menschen in Haft wegen ein paar Pflanzen, dazu kranke Menschen. Es reicht uns. Und das Gerede von Studie hier, Studie da, die Fakten sprechen es aus. Noch so viele Drogentote weiterhin, Festnahmen, ein paar Gramm Hanf. Daher möchte ich jetzt kurz sagen, macht es legal, denn geredet wurde genug. Und auch der neue Drogenminister hat nicht die Macht, es legal zu machen. Und solange Bayern mit an der Regierung mischt, wird es nach unserer Meinung keine Freigabe geben. Zum Schluss möchten wir alle Gefangenen von der BRD bis zur USA sagen, wir kämpfen für euch weiter. Wir sehen uns am 8. Gedenktag der Toten in Haft. In Berlin, bleibt stark und geduldig. Schönen Abend noch, euer André Musa.